Brille. Startposition. Warten. Startsignal. Schwimmen. Für mich mehr als nur ein Hobby. Meine Verbindung zum Wasser bestand schon mein Leben lang, doch erst mit 14 Jahren habe ich den Sprung ins Schwimmtraining gewagt. Heute ist es aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken und fixer Bestandteil meiner Tagesplanung. An 6 Tagen die Woche wird an der Technik und der Ausdauer im Becken gearbeitet. Immer mit dem Ziel vor Augen, seine eigenen Rekorde zu brechen. Brennen in den Lungen und ein müder Körper. Trotzdem könnte man sich nicht lebendiger fühlen. An jedem noch so kleinen Detail wird gearbeitet. Man macht es wieder, wieder und wieder. Nicht so lange, bis man es beherrscht, sondern bis man es nicht mehr falsch machen kann. Bis man den Wasserstrom an seinem eigenen Körper so gut kennt, als wäre er ein Teil von dir. Bei Wettkämpfen kann man das harte Training unter Beweis stellen. Die Anspannung steigt so lange, bis man hinter den Startblock steht und alles rund um sich ausblendet. Der Körper ist spannungsgeladen und wartet nur auf das Startsignal. Aber Schwimmen ist nicht nur hartes Training, sondern auch die Entspannung und Ruhe, die man braucht. Eintauchen in die Schwerelosigkeit und die Gedanken auf Wanderschaft schichten. Luftblasen beobachten, wie sie an die Oberfläche steigen. Auf seinen Körper hören und sich einfach fallen lassen. Dem Stress des Alltags entfliehen. Einfach sein. Hi, wir sind hier im Stube und drehen ein Video. Und jetzt bin ich damit beauftragt, mal zu vloggen. Melli! Hi. Jetzt? Tommy is getting the stuff. Oh, hello there. Snake? Motiviert, motiviert. Gib mir Check, gib mir Check. Yes.